Liebe Gründerinnen, liebe Gründer, liebe Fastgründerinnen, liebe Fastgründer, es ist ein schöner Moment, 20 Minuten zu Ihnen reden zu dürfen. Da ich über das Thema, über das ich jetzt reden werde, auch 3 Stunden reden könnte, werde ich in diesem kleinen Apparat, was ja auch einen Wecker enthält, auf 20 Minuten schalten. Und das wird mir dann Bescheid geben, wenn ich zum Ende kommen sollte. Sie sehen hier einen glücklichen Gründer vor sich. Langenscheid kennen vielleicht einige von Ihnen. Das sind diese Wörterbücher und die Fremdsprachenkurse, Weltmarktführer in dem Bereich. Es war mein Ur-Urgroßvater, der das gegründet hat in dieser Stadt. Schöne Idee übrigens, Berlin als Florenz des 21. Jahrhunderts, das gefällt mir sehr gut. Der das gegründet hat in dieser Stadt mit 18 Jahren, das war 1856, Beginn der Gründerzeit. Ich glaube, wir bräuchten eine neue Gründerzeit in Deutschland. Wir sind nah dran. Ich glaube, der Erfolg dieser Veranstaltung zeigt das als ein kleiner Parameter. Dieser Mann, Gustav Langenscheid jedenfalls, hat eine Grand Tour d'Europe gemacht, wie das Mitte des 19. Jahrhunderts üblich war. Hat sich gebildet, seine Persönlichkeit entwickelt, durch Reisen, durch andere Kultur kennenlernen, andere Leute treffen. Konnte ganz schlecht Fremdsprachen. Damals war Fremdsprachenunterricht eigentlich nur ein Grammatikunterricht. Und dadurch ist er in eine unangenehme Situation gekommen. Ich habe sein Tagebuch mal gefunden. Und in dem Tagebuch wird klar, dass er ein sehr moralischer Mensch war. Und ihm ist zum Beispiel passiert, dass er in London auf der Suche nach einem Hotel in ein Hotel geraten ist, was sich als Stundenhotel herausstellte, wo er immer die Türen klappern hörte. Und am nächsten Tag schrieb er in sein Tagebuch: Es ist ein unwürdiges Gefühl, Mensch unter Menschen zu sein und sich nicht verständigen zu können. 3x Ausrufezeichen. Und mit diesem Appell an sich selbst sozusagen machte er seine Grand Tour d'Europe fertig, kam nach Berlin zurück. Dann war er 18 oder 19, kannte immer noch keine Fremdsprachen, aber motivierte damals seinen Französischlehrer, einen Herr Toussaint, gemeinsam in Nachtarbeit. Er hatte dann eigentlich seinen Wehrdienst. Er hat mehrere Erfindungen auf einmal gemacht. Die erste vernünftige Lautschrift, den ersten Fernunterricht mit Feedback-Schlaufen, inzwischen im Internet viel einfacher möglich als damals. Und das hat er erfunden zusammen mit diesem Herrn Toussaint. Und das wurde dann diese berühmte Methode Toussaint-Langenscheid. Und daraus wurde der Weltmarktführer in Fremdsprachen Langenscheid. Ich selbst bin jetzt sozusagen 4. Generation dieses Unternehmens. Ich habe das auch eine Weile geleitet. Ich habe bloß gemerkt, in mir steckt was anderes noch viel stärker. Also das Fortsetzen ist eins, das ist wichtig genug. Das Selbstgründen ist was anderes und das treibt mich stärker voran. Die erste Gründung, die ich gemacht habe, noch während der Studentenzeit, war ein Institut für angewandte Glücksforschung. Ich habe damals gelesen, Philosophiestudium, erstes Studium, alles, was über Glück veröffentlicht worden ist. Epikur, Aristoteles, Bentham, John Stuart Mill, Marcuse, Bloch und so weiter. Ich fand es wahnsinnig unbefriedigend. Ich fand wirklich, dass diese ganzen Herren, vielleicht hätten mehr Frauen über Glück schreiben sollen, sowas von ungeerdet, unemotional waren, so wenig das Gefühl, wo es einem so den Rücken runterläuft, diese Flow-Erlebnisse, diese wunderbaren Momente des Glücks beschrieben haben, dass ich dachte, das ist mechanistisch, kalt, rationalistisch, das kann es nicht sein. Und deswegen habe ich mit einigen Leuten mich aufgetan, habe im Rahmen dieses Instituts für angewandte Glücksforschung geforscht, was macht Menschen wirklich glücklich. Mit den Ergebnissen werde ich Sie jetzt nicht langweilen, aber mich hat das damals so in den Bann gezogen, dass mich das Thema lebenslang nicht mehr losgelassen hat. Ich habe viele kleine Bücher über Glück geschrieben und momentan sehen Sie Florian Langenscheid als besonders glücklichen Gründer, weil das Buch, das Opus Magnum über das Thema, Langenscheids Handbuch zum Glück, gerade erschienen, jetzt auf der Bestsellerliste ist. Und das macht einen natürlich sehr, sehr glücklich, wenn einen ein Thema lebenslang umtreibt. Ich habe in den mir verbleibenden, wie viel sind es? Sofort. 16 Minuten und 3 Sekunden. 3 Dinge, die ich Ihnen mitgeben möchte. Erstens, die Grundierung des Glücks, des Gründen. Zweitens, warum mich Gründen so glücklich gemacht hat. Und drittens, wie ich es ab und zu geschafft habe, andere Gründer ein bisschen glücklich zu machen, also ihnen zu helfen. Also, 5 Minuten. Die Grundierung des Glücks. Kennen Sie den Satz von Erasmus von Rotterdam?
Glücklich ist, wer das sein will, was er ist. Klingt ziemlich einfach, ist es aber, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, nicht. Glücklich ist, wer das sein will, was er ist. Schön gesagt, nur muss man erst mal wissen, wer und was man ist. Bei körperlichen Schwächen ist es noch ganz einfach. Der eine kriegt bei jeder zweiten Tablette Magenprobleme, der andere beim ersten Sprung in fremde Gewässer eine Ohrenentzündung. Einer hat auf jeder Reise Durchfall, ein anderer im Winter ewig Husten. Das mag uns nicht gefallen, doch wir wissen es und handeln dementsprechend. Warum nur ist es so schwierig bei den inneren Dingen? Wie finden wir heraus, wer wir sind? Ich weiß nicht, ob Sie mal Reinhold Messner haben reden hören. Der sagt ja immer, er geht nicht auf diese ganzen 8000er ohne Sauerstoff, um da oben zu sein. Das sei ein relativ frustrierender Moment meistens. Da ist dann schon Abfall, da hat man Angst, dass er nicht im Hellen runterkommt, alle möglichen solche Momente. Er geht das Risiko ein, er sagt immer mit 50% Chance des Scheiterns, sonst interessiert es ihn nicht. Er geht das Risiko ein, um zu wissen, wo sein Zuhause ist. Also rausgehen, das kennt jeder, der mal eine Weile im Ausland war, rausgehen, um zu merken, wo man eigentlich zu Hause ist und was man braucht. Und das ist beim Menschen nun nicht ohne Sauerstoff auf dem Nanga Parbat zu stehen, sondern eher Geborgenheit und Liebe. Müssen wir also den Nanga Parbat besteigen, um herauszufinden, was gut für uns ist? Wir müssen nicht. Aber die Anstrengung bleibt uns nicht erspart. Selbsterkenntnis fliegt uns nicht zu. Eltern bombardieren uns mit Erwartungen, Geschwister drängen uns in Rollen, Lehrer und Mentoren wollen sich über uns ausleben. Die Medien überschwemmen uns mit Geschichten von vermeintlich attraktiven Lebens- und Verhaltensweisen. Wer bin ich? Was will ich? Was tut mir gut? In der Kindheit stellt sich die Frage noch kaum, in der Pubertät hämmert sie wie lauter Techno in uns und dann verschwimmt sie bei vielen Zeitgenossen im Einerlei des Berufslebens. Fremderwartungen und scheinbar bewährte Muster umlagern uns und erdrücken die Suche nach dem Selbst wie Efeu die Linde. Und plötzlich findet man sich in einem Leben, das man nie wollte. Das können wir nicht wollen. Was also dagegen tun? Erster Schritt, der eigenen Stimme wieder Gehör verschaffen. Erst einmal in sich selbst. Das Flüstern der Unzufriedenheit und das Raunen der Enttäuschung ernst nehmen. Mit Richard David Precht fragen, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Ausprobieren, testen, experimentieren, Schritt für Schritt herausfinden, was ich wirklich will und wie das gestaltet sein soll. Und das natürlich in Einklang bringen mit den Notwendigkeiten des Lebens, des Marktes, den Ansprüchen der Liebsten. Und das geht einfacher, als man denkt. Hör in dich hinein, da spielt die spannendste Musik. Wer das tut, tanzt am schönsten. Ist im Reinen mit sich. Und der zweite Schritt dann, sich so akzeptieren, wie man ist. Zufriedenheit erlangen mit seinen Eigenheiten, auch mit den Schwächen. Niemand sonst, nirgends sonst und mit niemandem sonst sein wollen. Nicht die Frau am Arm des Freundes attraktiver finden. Bei näherem Hinsehen ist sie es nicht. Das gilt auch für sein Auto, seine Wohnung, seine Urlaubsreise oder seinen Job. Glücklich ist, wer das sein will, was er ist. Und dann, wenn man das erkannt hat, es auch mutig umsetzen. Ich habe 5 Kinder, bin ein sehr leidenschaftlicher Vater. Ich bin von meinen Söhnen immer wieder gezwungen worden, von so 10, 12, 15 Meter hohen Felsen runter zu springen. Ich finde es furchtbar. Ich habe wirklich 2 Tage vorher feuchte Hände und ich finde es schrecklich. Aber ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass die Angst vorher natürlich viel schlimmer ist als der Moment des Springens selber. Man kommt schon irgendwie runter und dann ist es auch ziemlich toll. Und dann, da bin ich zutiefst von überzeugt, dann belohnt das Schicksal den Mutigen. Das merken Sie in allen Lebensbereichen. Und es gibt eine interessante Statistik, von der ich noch nie herausgefunden habe, wie sie eigentlich gemacht worden ist. Also das ist ein Ergebnis, dass wir alle neigen dazu, uns furchtbar viel Sorgen zu machen. Bei der Liebeserklärung, beim Einstehen für eine wichtige Sache der Gerechtigkeit, beim Gründen des Unternehmens, was auch immer. Wir denken immer, es könnte alles möglich schief gehen. Wir Deutschen denken das besonders stark. Wissen Sie das Ergebnis dieser Statistik? 92%, wenn Sie nur diese Zahl sich heute merken
bei diesen 20 Minuten, dann bin ich schon dankbar. 92% aller Sorgen, die wir uns machen, erweisen sich im Nachhinein als unbegründet. Das können Sie selbst an sich selbst immer wieder feststellen. Sie denken, das könnte schief gehen und das und das. Es geht dann schon irgendwas schief, aber meistens was vollkommen anderes. Und 92% der Sorgen treten nicht ein. Diese Zahl hilft irgendwie im Leben, wenn man irgendwas Neues auf den Weg bringen möchte. Und ich rate Ihnen nur, probieren Sie es aus. Denn sonst werden Sie immer im Schatten leben von dem, was da als Traum irgendwo anders ist. Der Traum wird auch nicht nur Perfektion sein. Leben ist nun mal so. Aber der Traum muss verwirklicht werden. Sie müssen es schaffen, ihn zu machen. Denn Sie werden ja nie wissen, was denn passiert wäre und was denn realisierbar ist und was nicht und was anzupassen gewesen wäre und so weiter. Von daher versuchen Sie es. Nichts ist schlechter, als mit irgendwelchen unverwirklichen Träumen in sich zu leben. Es gibt eine Palliativschwester in Neuseeland, Bronnie Ware, die hat ein Buch geschrieben, es erscheint nächstes Jahr auf Deutsch und hat sich sehr beschäftigt mit den Wünschen von Todkranken. Das letzte Kapitel in meinem Handbuch zum Glück heißt deswegen Mut zum Glück, auf dem Sterbebett ist es zu spät. Und diese Bronnie Ware hat herausgefunden, dass auf eine erschreckende Weise fast alle Menschen die gleichen Wünsche äußern, wenn es dann zu spät ist, auf dem Sterbebett. Hätte ich stärker meine Gefühle gezeigt, hätte ich mehr Zeit mit den Freunden verbracht und vor allen Dingen hätte ich mein Leben geführt und nicht das, was ihnen irgendwelche Eltern oder Lehrer oder sonst wer einflüstern wollen. Soweit dazu als Grundierung des Glücks des Gründens. So, ich schaue jetzt mal wieder auf meine kleine Uhr. Sofort. Ah, 2 Minuten zu lang, aber geht schon, hole ich auf. Mein persönliches Glück des Gründens. Ich habe viele Sachen gegründet im Laufe des Lebens und ich werde auch noch viele gründen, da komme ich am Ende zurück. Nur eines, das war vor 18 Jahren, das ist vielleicht sogar das, worauf ich am stolzesten bin, Children for Better World, eine Kinderhilfsorganisation, die gerade im Moment die 30 Millionen Euro Grenze Hilfsleistungen überschreitet, wo wir einfach in der ganzen Welt jeden Tag Zehntausende von Kindern, denen es sonst dreckig gehen würde, helfen beim Überleben in einer würdigen Weise. Sowas aufgebaut zu haben, da sind inzwischen ungefähr 2000 Leute tätig, ist etwas, da kann man nur sagen, ja, also kann man nur dankbar sein, voller Demut. Da hat man selbst nur ein klein bisschen beigetragen, das Trampolin mal gebaut. Inzwischen springen da andere drauf. Aber es ist ein geiles Gefühl, wenn man es etwas direkt sagen will. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Institutionen gehe, die wir unterstützen, wie wir da einfach jeden Tag Kinder vom Tod erretten oder auch vor einem unglücklichen Leben. Es ist schön. Das Zweite, ja, gebe ich weiter an die Leute, die das jetzt heute leidenschaftlich machen. Das Zweite, wissen Sie vielleicht nicht, als ich die Business School zu Ende gemacht habe, das war bei mir INSEAD in Fontainebleau, war am Ende so ein Elective Venture, so New Ventures oder sowas. Und dann haben die anderen, haben alle irgendwelche IT-Dinge gegründet. Ich dachte, nee, überleg mal wirklich, wo du immer dachtest, dass die Menschheit das braucht. Dann kam ich sehr schnell auf einen jungen Traum, den ich schon immer hatte. Warum fliegen die Zeppeline nicht mehr? Das ist 37 Lakehurst, diese riesen Explosion, damals Wasserstoff gefüllt, weil USA an das Nazi-Deutschland kein Helium liefern wollte. Und ich fand es immer traurig, weil ich dachte, so wie Slow Food sollte es auch Slow Travel geben, wo man die Fenster aufmachen kann, wo man den Motor abschalten kann, wo man 100 Meter über Landschaften und Städten schweben kann. Ich dachte mir, das wäre doch toll, wenn es das gäbe. Und da habe ich eben nicht einen Businessplan für ein weiteres IT-Unternehmen geschrieben, sondern habe gesagt, wir sollten doch mal schauen und durchrechnen, ob es nicht technologisch, finanziell und so weiter geht, dass es wieder Luftschiffe gibt über Städten und über schönen Landschaften, so von Veneto bis Loire-Schlössern. Und der Businessplan, haben wir eine Weile, 4 Monate daran gearbeitet, dann wurde an INSEAD wurde benotet, was Banker, Real-Life-Bankers sagen würden, ob sie das finanzieren würden oder nicht. Wir bekamen die beste Note, weil alle haben gesagt, sofort würden wir das finanzieren. Und dann bin ich von der Schule weggegangen, die meisten haben die Businesspläne weggeschmissen. Ich dachte mir, jetzt haben wir uns so viel Arbeit gemacht, jetzt machen wir da was draus. Ich hatte 0 Geld, also der Verlag braucht das Geld und sowieso, also deswegen konnte ich da nichts rausziehen. Und dann bin ich zum Graf Zeppelin gegangen, Urenkel vom alten Graf Zeppelin. Nicht gegangen, sondern habe ihm das geschickt
Und dann hat er gesagt, ich kriege pro Woche x solche Businesspläne. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie mal genauer an, so einen haben Sie noch nie bekommen. Dann habe ich ihn getroffen, Albrecht Graf Brandenstein Zeppelin, Anwalt aus Baden-Württemberg, getroffen im Aumeister in München, Mittagessen, habe ihm noch ein paar Fragen beantwortet, habe gesagt, okay, das erste seriöse Versuch, Luftschiffe wieder zum Fliegen zu bringen, fahren genauer gesagt, die sind ja leichter als Luft. Er hat 100.000 D-Mark damals gegeben. Ich habe gegeben, den Begriff habe ich erst später gelernt, Sweat Equity, also meine Arbeit. Ich habe 75% von den Unternehmen bekommen, 25% hat er bekommen. Das Unternehmen gibt es weiterhin. Majestic Luftschifffahrtsgesellschaft haben wir es genannt. Dann mussten wir ein Luftschiff besorgen. Es kam damals aus London, Airship Industries, war für mich vollkommen neu. Ich hatte mit Luftschifffahrt nie vorher irgendwas zu tun gehabt. Dann mussten wir einen Sponsor besorgen. Da bin ich dann selber hin, Werbeagentur. Das war noch im Winter in München, Wüschner und Rover, großer war da über Bernd Eichinger und habe denen gesagt, ich rede jetzt mit Ihnen 20 Minuten. Entweder Sie sind dann begeistert davon, dass Luftschiffe das tollste Werbemittel der Welt sind und alle Fantasien und Träume fliegen lässt, oder Sie lassen es. Mehr Zeit braucht man jetzt nicht gemeinsam zu verbringen. Da habe ich denen erzählt, hatte eine gute Zahl, wie Fuji einen Marktanteil in Kalifornien in 4 Monaten gesteigert hat durch Einsatz eines Luftschiffes. Das war, glaube ich, das einzig Relevante, diese eine Zahl. Und dann haben die gesagt nach 20 Minuten, ja, das wäre ganz toll. Und zwar über Oktoberfest ein Bräu, eine Brauerei sozusagen, das war auch unser Konzept, da drauf zu haben. Aber sie müssen schon den Vorstand von Löwenbräu selber überzeugen. Dann bin ich zum Vorstand von Löwenbräu. Denen erzählt, das weiß noch genau, wie das war, so ein dunkler Raum, da dachte ich schon, das wird sicher schief gehen. Dann waren die total begeistert und, also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das geschafft, wir haben ein Luftschiff bekommen, wir haben keine Werbung gemacht, wir waren nach 3 Tagen PR sozusagen ausverkauft, hat 250 Euro pro, D-Mark noch damals, D-Mark pro 40 Minuten Flug über München gekostet. Und wir waren ausverkauft und wir haben das Ding durchgezogen. Wir haben jeden Tag gelernt, wir hatten ja keine Ahnung davon. Das war unter Schleißheim bei München, das älteste Flugfeld Europas, das wurde noch nie entmint. Deswegen hatten wir immer Angst, dass wenn dieses mit so einem riesen Nagel dieses Luftschiff da festgemacht wird, dass wir auf eine Mine treffen, dann mussten wir uns mit Versicherungen beschäftigen. Wir mussten eine Versicherung abschließen. Ich dachte immer, der Worst Case muss abgedeckt sein. Was ist der Worst Case? Dass der bayerische Ministerpräsident mit dem Luftschiff gegen den Fernsehturm fliegt und das runterfällt aufs Olympiastadion in München. Und dann bin ich zur Versicherung gegangen, können Sie das versichern? Das hat dann so viel gekostet, dass wir gesagt haben, na gut, dann machen wir das, versichern wir dann nicht. Aber irgendwelche anderen Dinge. Und die lustigste Anekdote, da könnte ich jetzt ewig drüber reden, war, dass wir also ein Luftschiff muss immer austariert sein, wie wir gelernt haben. Unternehmen gründen heißt, lernen, 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 lernen. Die haben ja vorher meistens keine Ahnung. Die müssen ja einen vollkommen neuen Bereich erschließen, den oft niemand erschlossen hat, wenn sie was wirklich Innovatives machen. Also wir mussten lernen. Und zum Beispiel, wir mussten das Gewicht der 12 Passagiere immer genau so machen, dass das Luftschiff genau wie die umgebende Luft leicht oder schwer ist. Deswegen konnte man dieses 80 Kilo Trumm auch immer heben, wenn es dann austariert war. Deswegen mussten wir die 12 Passagiere immer wiegen. Und dann haben wir ein Problem entdeckt. Das Ganze war 1987 übrigens. Also Sie merken an der Lebendigkeit meiner Schilderung auch jetzt noch, dass einen das für immer prägt. Das ist wie Kinder kriegen, Unternehmen gründen. Uns hat damals, wir hatten folgendes Problem, dass vor allen Dingen die Frauen sich ungern wiegen ließen. Die haben sich dann auf so Waage gestellt, haben gesagt, 65 Kilo, das kann nicht sein. Heute früh habe ich nur 58 gewogen oder sowas. Deswegen mussten wir so eine Viehwaage mieten, wo wir alle 12 auf einmal gewogen haben, damit das nicht. Damit das nicht sozusagen individuell attribuierbar war, das Gewicht. So, fertig dazu. Sie merken, ich merke gerade selber an mir selbst, an der Begeisterung 25 Jahre später, das hat dann gut funktioniert, das Thema. Wir waren nach einem Monat profitabel. Das war echt, das habe ich nie wieder geschafft mit irgendeiner Gründung. Also das war eine tolle Sache und Sie merken an der Begeisterung, solche Dinge kann Ihnen niemand schenken. Das ist wirklich unbezahlbar sozusagen, das Glück. So, das war das Persönliche. Jetzt muss ich wieder mal schauen. Wahrscheinlich ist schon 20 Minuten vorbei. 43 Sekunden. Also gut, ich muss ein bisschen schnell machen.
Ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, du kannst nicht jede Idee, die du gut findest, selber gründen. Das geht nicht. Das ist eine Frage von Zeit und Energie und so weiter. Und habe dann 97 angefangen, als Business Angel tätig zu werden, im Bereich von Internet und Medien und so weiter, wo ich mich halt halbwegs auskenne. Wir haben Amazon Konkurrenz, die erste deutsche, gegründet, Bücher.de, die dann Mediantes wurde, Börsengang und so weiter. Inzwischen 25 Unternehmen. Und Ende des letzten Jahrtausends war das relativ einfach. Da konnten sie letztlich mit so einem 3-Seiten-Businessplan ein paar Millionen einsammeln. Das war relativ einfach. Und dann kam der große Crash im März 2000. Und dann dachte ich mir, jetzt wird es eigentlich erst richtig spannend. Vorher war es ja einfach. Und damals war ich an 16 Unternehmen beteiligt, so als Business Angel, den ich einfach Rat und Kapital und geöffnete Türen und Qualitätsstempel und sowas gegeben habe. Dann bin ich zu allen 16 Gründern gegangen, immer ein Abendessen irgendwo in der Republik, habe gesagt, erzählt mal, abgesehen von der ganzen heißen Luft, dieser ganzen Incubators, das gab es damals zuhauf, was braucht ihr wirklich, wenn ihr merkt, der Businessplan geht nicht auf, ihr kriegt nicht die richtigen Leute, die ganze Liquidität ist anders, als ihr dachte, die Märkte sind anders, als ihr sie eingeschätzt habt, all das, was jedem Gründer passiert. Und damals habe ich nach diesen 16 Gesprächen so ein System entwickelt, aus 5 Orbits of Support, wie wir jedes junge Unternehmen so effizient unterstützen und besser machen, dass wir eine Beteiligung, das war unser eigener Anspruch, immer um 15% günstiger bekommen als der beste Wettbewerber, weil das so hoch bewertet wird, dass man lieber ein bisschen weniger Geld, aber dafür das ganze Know-how reinbekommt. Und das wurde dann spannend. Das haben wir dann oft gemacht. Ich glaube, wir haben vielen Unternehmen sehr unterstützen können. Und von daher wurde für mich dann das Glück des Gründens plötzlich dann auch das Glück des Helfens beim Gründen sozusagen. Und deswegen habe ich auch heute so gerne gesagt, dass ich hier diese 20 Minuten, oder jetzt sind es wahrscheinlich schon 22, reden darf, weil mir das einfach totalen Spaß macht. Und damit ich auch ein paar Glücksmomente mitnehmen kann heute, werde ich heute Nachmittag irgendwo da draußen warten. Und wenn Sie Ideen haben, wo Sie meine Hilfe in irgendeiner Weise brauchen können, ich habe Lust, wieder mal was Neues zu machen, dann kommen Sie einfach auf mich zu. Danke fürs Hören. Thank you.